Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Scrap Mechanic zusammen mit dem Helm. Servus. Mahlzeit. Ja. Neues Spiel, neues Glück. Ne? Hammer auf die Nase. Ey, so. Schmeiß dich gleich an. Warte mal, kann ich das wäre schön. Also, den Helm mal schön in rosa. Neues Klingt Spiel, neues Glück. Wir haben eine neue Karte eröffnet. Unsere Baumhäuserkarte gibt es aber noch. Vielleicht werden wir da auch mal irgendwann wieder reinschauen. So ist es ja nicht. Aber jetzt erstmal haben wir eure Abstimmung, beziehungsweise unsere Umfrage, die wir gemacht haben und euer Ergebnis. Und das ist der Freizeitpark. Der steht auf dem Programm. Jo. Und das ist ja auch ein ganz kleines Projekt. Ne, das haben wir ganz ja in 5 Minuten. Ne, das ist ja überhaupt gar kein Ding, ja. War mir irgendwie klar, dass sowas rauskommt, wo wir uns wieder verlieren können drin. Macht nichts. Wir können ja anfangen. Wir haben uns schon überlegt, was wir machen. Es sind so viele Ideen, die mir auch im Kopf noch rumspucken, was wir alles machen können. Wir fangen mal mit einer Kleinigkeit an. Also ich zumindest. Eine Kleinigkeit? Bei mir ist es eher eine Kleinigkeit, muss ich sagen. Also beziehungsweise ja, es ist groß, ist eine Großigkeit, ne? Aber es ist jetzt kein Mega-Action-Spektakel, ne? Es ist eher so, ist halt. Ist halt. Okay. Ja. Aber der Helm will natürlich gleich wieder übertreiben. Der. Was heißt er? Ich will. Ich weiß nicht, wie. Auf dem Rummel gibt es halt diese Dinger. Ich weiß nicht. Bei mir hießen die früher, glaube ich, Enterprise. Weiß ich nicht. Quasi, stellt euch vor, ein Riesenrad, was um 90 Grad schwenkbar ist. Dass es flach auf dem Boden ist, so mit Gondeln. Ja? Also im Urzustand liegt es quasi auf der Seite. Ja. Ihr könnt in die Gondel einsteigen, da fängt das Ding an zu drehen und dann kippt es noch 90 Grad nach oben, dass es immer überschlägt. Und natürlich sind die Gondeln frei, ja, dass sie sich auch noch ein bisschen bewegen können. Doch, das wird natürlich ein Mordsprojekt. Ist ganz einfach. Ja, ja. Aber endlich muss der Helm mal was anderes machen als einen fahrenden Tisch. Ja, endlich ist er mal gefordert. Der fahrende Tisch, ich möchte ja nichts. Ja. Der fahrende Tisch hat immerhin gegen mich gewonnen, ne? Ganz genau. Dafür hat es gereicht. Das war nicht das Ding der Schönheit. Aber gewonnen hat es trotzdem. Konstruktionswertung. Ja. Konstrukteurswertung, ja genau. Tja, bei mir wird es ein simpler, schnöder, aber wie soll man sagen, so ein Klassiker, so ein richtiger Klassiker, nämlich ein Autoscooter. Und da brauche ich natürlich erstmal eine ordentliche Fläche. Die bin ich jetzt gerade schon mal dran, irgendwie hochzuziehen. Das wird schon lustig. Ich habe als Mittelpunkt nehme ich das Gebüsch. Dann ist das weg. Weil ich habe Angst vor dem Gebüsch. Da bleiben wir nachher hängen. Wenn wir uns drehen, dann würde ich mich ärgern, wenn ich die ganze Konstruktion in Gang setzen will und da bleibt an dem blöden Gebüsch das hängen. Das wäre ein Ding, ja. Das wäre ein Ding. Da würdest du einen Fluchen hören. Ich würde ein bisschen lachen, aber ja, dann hätte ich auch irgendwann Mitleid. Ja. Mitleid? Ja, so ein bisschen. Mich, nicht mit mir. Auch ab und an schon. Obwohl. Also wenn du wieder nichts Besseres zustande bekommst als einen Tisch, dann habe ich schon immer mal kurz Mitleid. Verdammt, das muss ich auch noch messen. Soll ja viereckig, ach Quatsch, muss gar nicht viereckig sein. Das wird ganz schön hoch hier, muss ich erstmal sagen. Bis ich das Gras abdecke, vergeht ganz schön Zeit. Da guck mal hier bei mir. Ja, so hoch sein, dass das Gras zu ist. Ich will so hoch sein, dass das Gebüsch zu ist. Eigentlich müsste ich dann oben eine Metallfläche draufsetzen, oder? So eine polierte Metallfläche. Das ist ja eigentlich, auf der man da umherdüst. Ja. Oh, das momentan noch aus Stein, damit ein stabiles Fundament da ist, aber ich muss noch höher, es tut mir leid. Boah, das aus diesen, weiß ich nicht, was es ist. Die weißen Steine finde ich relativ schön. Ja, die weißen Steine sind auch ganz schön, ja, aber wir werden am Ende alles hier farblich irgendwie anpassen und machen. So. Ja, wir werden das alles. Wir werden das alles, natürlich, das muss doch bunt sein, das ist ein Freizeitpark, ja. Wir werden das Farbentool quälen und eure Augen. Ja. Natürlich, aber. Oh! Erste Fehlkonstruktion. Es wird nicht die letzte bleiben, Helm. Es wird nicht die letzte bleiben. Bitte, Sette. Komm mal deinen Autoscooter. Und ja, lass dich mal hier ein Podest bauen. Oh, das ist wirklich gigantisch hoch. Eieiei.
Wie soll ich denn da noch hochkommen? Wie soll man da noch hochkommen? Ja, das ist die Frage. Vor allem, du musst halt erstmal hoch, du musst halt erstmal dieses Gras abdecken, das ist schon viel. Aber gut, Ja, dann muss man halt da so kleine Reppen, guck kleine mal bei Reppen, mir. Reppen bauen. Ja, kleine Treppen bauen irgendwie, ja. Ich werde das gleich mal machen, dass ich bei dir vorbeischaue. Muss ich nur mal umdrehen, dann siehst du schon. Okay, das ist hoch. Ja. Das ist Ja, aber dieses blöde Gebüsch muss halt weg. Ich möchte nicht, möchte kein Gebüsch da haben. Das. Meinst du etwas tiefer? Dazu muss ich erstmal da hochkommen. Da brauchen wir erstmal die üblichen Kisten. Kommt dahin. So, hier haben wir es doch Ich jetzt im weiß, es Grunde gibt genommen keinen Preis für schon. Schönheit. Haben wir es im Grunde genommen schon fast Reicht auf der Höhe. Da kommt jetzt hier oben drauf die Metallfläche am Ende. Dann brauche ich den Rest nur noch verkleiden. Aber ich denke mal, jetzt haben wir ungefähr die Höhe. das Gebüsch ist eindeutig weg. So. Nee, nicht ganz. Immer noch wird es rausgucken. Ja, das reicht Ein als paar Basis für unsere Millimeter. Metallfläche. So. So, wo haben wir Metall? Metal Block. Das wird alles Mach das ganz trotzdem leicht. Das stimmt, zu. mache ich erstmal dahin. Die anderen braucht man noch nicht. Drei. Ich glaube, jetzt habe ich ganz zu weit vorne angefangen, oder? Ja, Klapp. natürlich habe ich das. Obwohl, vielleicht lasse ich das sogar frei Klapp. hier eine Fläche. Geht wunderbar. Ein bisschen Mache ich Gras in der auch. Mitte guckt noch aus. Wir brauchen ja noch eine Bande brauchen wir ja noch. So, und da habe ich wieder Bam. Scheiße gebaut. So. Aha. Haha. So. Ich kann das auch. Zack. Halt. So. Plotz. Blub. Es wird eine Billigbauweise hier eindeutig. Wir werden da natürlich nicht den ganzen Boden ausfüllen. So, und dann hier habe ich doch wieder Scheiße gebaut. Obwohl, ich glaube, wir machen das Toll. noch größer, oder? Muss noch höher sein. Okay, da können wir jetzt quasi machen wir hier eine Abstufung. 2, 2, 2, 2, 4. Andererseits, die Autos werden ja nicht so groß. Ein bisschen größer mache ich es noch. Ein Blöp. bisschen, ganz klein bisschen geht hier noch nach vorne. Wo So. machen wir das? Und dann machen wir hier Zzt. unten Stein. Blub. 2, 2 habe ich gesagt, da. Blub. Geht das schon auf 2, 2 aus? Nein, geht noch nicht. So. 2, 2, zack. Blöp. Und so. Geht denn nicht ein länger Mann? So, na komm schon. Das wird nachher noch anständig ver. Ich liebe dieses So. Bautool. Ja, Manchmal hast liebe ich meinen dieses Kommentar Bautool. dazu gehört? Mist! Ist schon wieder Mist. Ach Helm, nicht fluchen. Das Ich hilft muss doch nichts. fluchen. Natürlich! Ach so, okay, dann mach. Natürlich. Das ist ja. Das hilft immer. So, dann Auf hier jeden noch die Fall baue ich schon mal Fläche. eine Pyramide. Oh Mann. Ja, Fläche. So. Zack. Zack, im Zack. Pyramidenbau bin ich schon mal gut. Ich bin gespannt, was du da, warum du da überhaupt so einen Sockel Ah! drunter baust. War das nur wegen dem Busch oder wie? Ja, es war nur wegen dem Busch. Nur wegen dem Busch. Alles wegen einem Busch. Ja, weil soll doch schön werden. Und da mag ja nicht, soll da nicht der blöde Busch da rausgucken. Und das aus deinem Mund. Es soll ja schön werden. Dass ich das nochmal hören darf. Soll nicht nur funktionieren. Nein, diesmal nicht. Es wird ja ein Freizeitpark. Hör mal, was denkst du denn? So. So, und dann Eine wir. Stufe brauche ich noch, dann ist es weg. Dann guckt hier ein Blatt raus. Das, glaube ich, können wir verzeihen. Ein Nee, Blatt. das geht gar nicht. Doch. Muss. Bums. So. Ja, gleich haben wir es. So. Was? Kommt das Blöp. jetzt her? Bin ich blöd? Ich bin blöd. Ich bin bestimmt blöd, aber woher kommt denn das jetzt?
hast du gemacht? Ich weiß nicht, hier kam auf einmal eine Stange an. Wo kam die denn her? Stange? Hier fiel plötzlich was? Hier fiel plötzlich, ein paar Blöcke fielen hier plötzlich runter. Ich lass mich in ärztliche Behandlung. Ich begebe mich in ärztliche Behandlung. Ich werde das. Keine Ahnung, was hier los ist. Irgendwas passiert hier. Helm, irgendwas passiert hier. Ja, normal hätte ich gesagt, das Phänomen der Schräge, aber du hast ja keine Schrägen. Doch, ich bin schräg. Vielleicht hilft das. Ach. So. Da dieses eine. Aber da musst du echt suchen. Okay, soweit, so gut. Das ist natürlich ein Monstrum, ja. Nee. Hört mir nicht so wirklich. Nee, mir auch nicht. Ich finde, das solltest du schon nochmal abreißen. Ich gehe gar nicht. Auf keinen Fall. Never. Never ever baue ich das Ding ab jetzt noch. Ja, natürlich. Das soll doch schön Nein, werden. Nein. Das waren deine eigenen schön. Worte. Ich darf dich an deine eigenen Worte erinnern. Das ist schön. Achso, das ist deine Definition von schön. Das ist wunderschön. Das ist symmetrisch in jedem Aspekt. Ah, okay. Nee, dann ist schön. Symmetrisch, wenn was symmetrisch ist, ist schön. Ja. Hier vor allen Dingen mit den tollen Kisten als Treppenaufgang. Nee, das machen wir nicht. Hast du wieder schöne Kisten gebaut? Ach ja. Nein, ich musste Kisten erstmal bauen. Ja, das ist dein innerer Zwang. Muss Kisten bauen. Sorry, du musst heute ganz schön nieder. Naja, na ja, heute wieder drei Stunden. Nicht. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Stehe ich gerade. Ach. Ist herrlich. Was ist ein Problem? Dieses Problem baut gerade einen Autoscooter, ja? Nein. Okay, dann bin ich beruhigt. Nein. das muss länger sein. Ich muss bis hier ungefähr. Ich würde sagen, hier? Hier hin. Boah. Es wird eine Riesenapparatur. Sehe ich gerade. Ach, meins wird ganz klein. Gut. Bom. Oh, total mini. Um. So. Und zum Einsteigen ist das doof. Ach, machst du eine kleine Treppe, oder? Na, das sollte aber. Schande, so ein Riesenteil. Der Klotz nervt mich wirklich. Das ist ja ein Haus, was du da baust. Ich hoffe, das ist nicht massiv. Ansonsten wird er hier bestimmt bald anfangen zu meckern. Ja, das ist ich hoffe, du hast ihn hohl. Hohl. Ja, gut. Natürlich ist er hohl. Gut. Natürlich. Reiß wieder ab, das Ding. Was macht er denn jetzt schon wieder? Na, endlich. War das so schwer? Zack. So. So, also hier in der Mitte, hier soll das Ding hin. So, aber das muss ja noch drehen und sich aufrichten und. Jetzt müsste ich erstmal die Mitte rauskriegen von dem Ding. Das ist natürlich super. Die Mitte. Die Mitte kriegen wir ganz einfach raus. Wir nehmen die Steine. Wahrscheinlich hast du es jetzt in einer geraden Anzahl gebaut und es gibt keine Mitte. Zumindest wäre das bei mir der Fall. Das, davon will ich nichts hören. Solche negativen Schwingungen. Natürlich habe ich das vorher gezählt. Ja. Was denkst du denn? So wie ich auch, ja. So, mit Q übrigens kriegt man hier die Farben raus. Ich will jetzt mal gucken. 3, 6, kann man hier 9, flächig malen? 15, 18, 21, cool. 24, 27, soll ich das, 30. Farbe ich 31. Welche Farbe? Welche Farbe soll denn unser Boden haben? Also 6, 9, 12, 15, 16. Hier ist die Mitte. Dada. Oh. Ich habe nichts mit Frankreich. Ja, sie passt ja nicht ganz. Aber ja? Mache ich den Boden hier farbig? Wie sind denn die Autoscooterböden, weißt du das? Sind die Unifarben. Sind die metallglänzend quasi? Ja. Ja, so wie das da. Sind die? Oder ja. Soll ich das so ein bisschen grau machen? So hell. Dunkelweiß. 17.
Dunkel, kannst du ja gerne experimentieren. Kann ich nicht genau sagen, Wieso? was bist. Oh, jetzt muss ich hier die zählen. Oh. 1, 2, 3, 3, 3, Komm, 6, 9, wir machen mal Farbe. 12, So. 15, 18, 20, Dann glänzt 24, das auch nicht so. Ich mag diesen Glanzeffekt hier vom Metall 27, nicht. Obwohl, 28. glänzt immer noch. Egal. La 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 la. So. Bullshit. Da müssen wir halt noch eine Wand anbringen. Nee. Das Wichtigste ist doch hier die Mitte. Oh. Das mit dem Busch hätte ich mir sowas von sparen können. Jetzt merke ich jetzt im Endeffekt. Habe ich hier eine blöde Kiste drumherum. Hey, warum hatte ich den Busch nicht Busch sein lassen? Und habe woanders gebaut. War so fixiert auf den Busch. Der Busch muss weg. Der Busch muss Ja, du hast weg. ja wieder schön. Du hast ja wieder da eine schöne ebene Fläche. Wir machen hier, hier kommt Du ein hättest auch Biergarten hier rein. bauen können, ja? Was im Biergarten Das machst du da ist rein? nicht Biergarten, ein Irrgarten. Ach, ein Irrgarten. Schade. Biergarten hätte mir mehr gefallen. Du kannst auch einfach reingehen und Biergarten. machst eine Geisterbahn draus. Stellst dich da irgendwo in die Ecke und machst Buh. Jetzt schon wieder. Blöd, Mann. Wenn ihm nichts mehr einfällt, kommen die plumpen Beleidigungen. Ja. Ja, Er das guckt ja musste immer jetzt noch mal Gras sein. raus. Ist mir jetzt egal. Aha, guck mal. Guck Gras raus. Ja, kannst du rauchen, Junge. Rauchen soll ich da? Was denn? Kommt So. hier hin jetzt. So, da hinten dieses Haus. Der Mitte, das ist ja nicht schön. Das, genau, das war von vornherein so gedacht. Das gibt mal einen Irrgarten. Dann mache ich die Decke weg und mache 1000 Gänge rein. Das Das ist also kein ist Problem. kein Irrgarten, das ist ein Irrtum. Das hast du nur falsch verstanden, aber egal. Soll ich dir mal behilflich sein? Nee, Wenn ich ein paar Löcher da du rein kannst bohre. mir gleich mal helfen, ja. So, jetzt fangen wir hier fangen wir neu an. Und zwar hier. Hier kommt die erste Treppe hin. Machen wir auch aus Metall oder aus Stein. Brick. Ah, Mann. Metall? Nee, hier, so Signalfarben. Genau, dann lassen wir. Zack, so, okay. Muss aber. Ne. So, aber die Fläche gleich. Mitte. Circa. Hier, ne? Von da. Bis da. So. Ja. Naja, das ist doch schon mal eine So. ganz nette Fläche, finde ich jetzt zumindest. Und jetzt können wir mal überlegen, ob wir hier irgendwie. Soll ich schon Uff. mal die Mopeds bauen? Oder. Ich Wie komm, sie wir wünschen. machen schon mal ein Moped hier. Wir machen schon mal ein Moped, damit es ein bisschen was anderes gibt noch als nur. Komische Flächen. So, Moment. Wir machen nicht Metall, das brauchen wir nicht. Die kleinen Reifen. Und dann brauchen wir den Sitz. Wo ist er denn? Da oben. Die anderen Sitze gehen ja nicht. So perfekt. So. Der Boden, aber das stimmt auch nicht. Das ist eher, Die. das kann ich doch nachher anmalen. Das ist doch gar kein Thema. Und Warten. das. Und Drei. das. Und wir brauchen den Lift. Vier. Perfekt. Ach komm, dann machen wir die Hupen So. erstmal weg. So. Wer braucht schon Hier die Hupen? erste Breite. Hier muss die Maschine hin, glaube ich. Breit ist denn jetzt so ein Sitz? So ein Sitz ist. So, fangen wir mal an, die Maschine. Die. Eins, Und dann zwei, fangen wir an drei, mit. vier Blöcke ungefähr. Der ist so komisch. Eisen. Sind doch vier Ich Blöcke. sag einfach hier. Hier kommt der Start hin Vier von der Blöcke ist der Maschine. breit. Nicht aus Holz. Das ist ja super. Geht So. das Wie lang überhaupt? ist der Sitz? Letzten Endes dürfen diese Go-Karts, diese Karts ja nicht. Eins, zwei, Geht das drei, überhaupt? vier, fünf,
6 lang ist er, okay. Dürfen nicht viel größer sein als der Sitz. 4, 5, 6. Und die Räder? Wie breit sind Nee, die? das müssen wir eine höher machen, oder? Wenn die Schade, dass es sind keine kleineren Räder gibt. Das ist wirklich ein Jammer. da. Flop. Flop. So, das Ding muss natürlich auch aus. Nee, aus dem leichten Zeug. Relativ leicht, das muss ja hochgehen. Mediumgewicht. Das ist, ja. Weiß. Normalerweise so ein Ding Wie ist mache ich die aus. Lenkung? Nee, wir nehmen weiß. Wir nehmen weiß. Mit's auch. Nein, 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 nein. Blöp. Huhuhu, wie kriegt Eins, man das zwei, alles auf so minimalsten Raum, drei. dass du wirklich hier so Scooter Eins, hast? zwei, Boah. drei. Passt perfekt. Ei, Blöp. wie kriegen das hin? Helm? I don't know, I don't know. Ich weiß gar nicht, was du willst. Zack. So, und kann ich die jetzt verbinden? Sind die verbunden oder nicht? Das ist schon mal das erste Geheimnis. Den Motor, den kann ich hier drunter bauen. Kann ich den hier drunter bauen? Den kann ich nicht. Kann ich an den Arm dran bauen? Oh, mein Paket kommt. Ich bin ganz kurz mal weg. Jetzt kann ich Ich, ablästern. ja. Warte, jetzt gehen wir direkt mal hin und gucken. Der Kurier hat nämlich, ja, der wartet ganz dringend nicht auf ein Paket. Schnell, 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 schnell. Pass auf, zack. Er wartet auf ein Paket. Und ja, da ist er schnell hin. Und ich nutze die Zeit, weil er immer so nett ist. Hau den ein. Was ist denn jetzt? Warum kann ich mich jetzt denn nicht mehr bewegen? Was ist das für Quatsch? Weg. Warum? So. So Upp. bin ich wieder. Was? Arsch. Was ist passiert? Was denn? Arsch mit Ohren. Was, wieso? Warum? Du weißt gar nicht, was du hast. Und mir klar, die kann man keine Sekunde aus den Augen lassen hier. Hier los. Ah, ja, herrlich. Ja, ich hatte überlegt, setze ich einen Cut oder nicht. Dann dachte ich mir, komm, die paar Na, wie mir, Sekunden gehen, das ja. waren wirklich ein paar Sekunden. Ich habe die Zeit genutzt, um den Koja einzumauern. Warst aber schnell, So. muss ich zugeben. Warst aber schnell. Also Natürlich. Muss ja auch durchaus. sein. Zack. Oh, Mist. Da habe ich schon das erste Problem. Da könnte ich den Herrn Dr. Koja mal um Hilfe fragen. Hier. Ist Doktor. klar. So, viel Termin. Spaß. Mauert mich ein und jetzt auch. Ich könnte eigentlich mal um Hilfe fragen. Vergiss Ja, es! natürlich. Wie vergiss es, was? Aber warum das denn? Das ist nicht nett. Nee, Moment. Eins, Können wir zwei, gleich haben. drei. So, ja, bitte. Vielleicht habe ich es gleich auch schon gelöst. Was machst du denn hier? Was ist denn das So. für ein Scheiß? What? Was, erstmal ist das schon eine Frechheit, ja, direkt von vornherein die andere Taste und solche Bemerkungen loszuwerden. Warum hängt das Ding jetzt nicht runter? Ich will das hier. Warum ist der fest? Der müsste doch runterhängen jetzt. Was Gerade hängt sein. runter? Nö, der dotzt ja unten gegen. What? Wieso dotzt der unten gegen? Ja, der dotzt doch unten gegen, das ist doch. Aber du Ach kannst den ja so. hier drüben einstellen, dass er gerade ist. Du hast ihn Nee. ja auf 30 Grad. Ja, das soll ja sein. Guck mal hier, bitte. Hier ist ein Gelenk. Ja. Ne? So. Und ich möchte jetzt hier einen Fuß dran machen, der mit der Plattform verbunden ist. Das geht nicht. Es geht nicht. Das geht So. nicht. Das geht leider nicht. Nein. Ist das nicht? Du Das sieht nur könntest. optisch so aus, oder Ja, was? ist so. Ja, leider.
Ja, das wie? verbindet sich nicht. Wenn du jetzt an dem Mist. Gelenk drehst, wenn du jetzt sagst, hier, das kannst du gleich sehen, Sekunde. Wenn du jetzt sagst, dem Gelenk hier auch 30 Grad oder so, dann dreht das Ding mit. Moment. Zweite Gelenk, 30 Grad. Gut, es dreht ehrlich gesagt gar nichts, aber. Aha. So. Moment, 30 Grad nach. Wohin muss es? Nach? Blau. Müsste eigentlich. Aber eigentlich müsste es das Ärmchen mitdrehen. Vielleicht ist es, weil es unten jetzt blockiert ist. Dann machen wir die Strippe weg und drehen hier einfach mal einen anderen Winkel. Machen wir hier mal, komm her, 120 Grad. Ja, aha, scheint doch zu Was hat gehen. sich jetzt gedreht? Das mittlere. Nur das mittlere. Ja. Oh, wir machen jetzt hier Sitz und machen hier auf. Und machen den an. Und zack. Dreht sich gar nichts. What? Warum? Viel Spaß. Das dreht hier nichts. Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe den auch auf Wiederholung gemacht. Wo ist mein Oder hier. Drehding? Ja. Hä? Ich liebe es, wenn er diese Geräusche macht. Fast da, ne? Irgendwann ist schon wieder verkehrt. Wieso dreht denn der? Aber gerade hat er sich gedreht, oder was? Eben hat er Habe ich sich nicht gedreht, richtig. also ja, auf jeden Fall. Der dreht sich auf Null. Du sollst bitte im Loop dich drehen. Das hier soll weg sein. Ach nee, das ist nur die letzte. Das ist doch nur die letzte Hausnummer, oder nicht? Und schau die Was macht ganze der denn? Zeit. Ne, die geht ja Um auch nicht. Moment, 360 warte, Grad. den Hopp. kann er ja nicht lenken. Im Loop. Nimm her. Hier passiert gar nichts. Da könnte ich schon wieder. Der muss erst einen Schalter haben zum Aktivieren, glaube ich. Das könnte sein. Bei dieser unendlich Geschichte. Wie mache ich denn so einen Go-Kart? Verdammt. Mann. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aha. Guck mal, guck mal. Es dreht sich. Was? Wie hast du denn so einen Loop jetzt gemacht? Wie? Ach so, du hast Hier ein eine Sch Steuerung und Ach, 360 und das einfach. Ach, das dreht dann unten immer weiter? links. Ja, unten, ne, guck mal ganz unten links, das ist dieser Pfeil. Hm? Das heißt Loop. Er macht das Ah. immer wieder. Ah, okay, das kenne ich noch gar nicht. Ja, schön. Ja, sehr schön. So, aber das soll er natürlich nicht machen. Er sollte nur zum Testen. Aber es sieht so aus, als würde das funktionieren. Das könnte was werden am Ende, ja. Nein, ob der dieser Block funktioniert, der da wirklich mit dem Boden Ja, verankert dass ist. der, ansonsten würde sich da jetzt irgendwas mitdrehen. Also scheinbar doch. Ich hätte gedacht, also ich meinte, ich hätte das mal probiert, aber vielleicht habe ich mich da dumm angestellt. Vielleicht gab es auch irgendwann einen Patch, wer weiß. Das wird es sein. Nein, nein, das davor, vor dem Patch. Okay, so. Ich mag den Sehr auch. schön. So. Jetzt müssen wir hier, das wird natürlich ein stabiler Arm, muss das sein. Da hängt ja alles dran. Oder wir machen den nicht ganz so stabil. Mal Muss das optisch. einfach probieren, ob es geht. Es hilft nichts. Es ist Nein, ach die nein, einzige warum denn Möglichkeit, auf nur? engem Raum was zu machen mit den Cards. Habe ich das so schön gemacht und jetzt natürlich nicht mittig, ne? Gerade Zahl. Wir machen es noch eins weiter rein. Also ich muss experimentieren. So ein Mini-Auto zu bauen, ist richtig schwierig, weißt du das? Das ist richtig, richtig schwierig. Ja klar, habe ich mir gedacht, dass es nicht so ohne ist. Wird nachher ausgebessert, die Farbe. Testen. Wunderbar. Okay. Nehme ich hier einfach nur eine Kante einweg, dann ist das auch wieder mittig. Weil das Wenn wir einfach hier kein jetzt was Problem haben und das wäre. schwenkt, Klack, klack, dann klack. drückt es da rein. Muss das weg noch. So. Ich mach das doch weg. Und das hier Stop. sollten wir auch dann mal so Stop. und
So machen. So. Perfekt. Ja, so könnte das funktionieren. Dann machen wir das hier oben. So. So, so und so. Es ist furchtbar. Es ist echt furchtbar. Das ist richtig knifflig, da so ein Mini-Auto zu bauen. Und am Ende wird es doch nicht funktionieren. Weil die Lenkung braucht ja Platz. Das ist das Problem. Dass du hier immer über zwei Achsen lenken musst und das, das ist richtig, schwierig. Warte mal. Zack, den Grund, 15 so. Grad nach da. Glaube ich. Jo. Und dann machen wir das. Uiuiui. So. Normalerweise müsste man den Schalter umdrehen. So. Aber ist egal. So müsste es gehen, oder? So. Mach ich nur. 3. Hilfsmäßig was? Nein. Und eigentlich bräuchte ich nur das hier. Und hier mal Podest denn hier irgendwas. Das weg. Und hier müssen wir das hinmachen. So, dann kann das hier ist die Mitte? So. Ist das die Mitte? Ja, ne? Hier hinten. Oh, so. Da das müsste erreichen, ne? Huh? Da kommt Stahl hin. Ja. Huch. Uff. 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 Oh, oh, geht das oder schaben die da? Ach, einfach nur. Oh, ob die da. So, das reicht. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Platz lassen Zack. Da hinten. So, jetzt kommen wir jetzt wieder eins größer. Wir müssen das Perfekt. Probieren. Ansonsten muss hinten die Stoßstange eins nach hinten. So. Zack. Oh, jetzt zum Beispiel 360-Grad-Loop wegmachen, sonst war das schon. Zack. So. Den Loop aus. So, zack. Und dann wieder runter. Up. Boah, Alter. was macht er? Wieso hat er denn in die falsche Richtung gedreht? So, dann müssen wir jetzt mal unseren Sitz hier drauf bringen. So. Das würde jetzt dann wenigstens mal. Jetzt passiert. Die wären doch ziemlich groß, die Karts, aber es geht nicht anders, verdammt. So, Sitz. Sie sehen nix. Dann jetzt schon wieder. So. Die muss ich nach vorne verjüngen. Die Autochens hier. Hilft ja nix. Das heißt also, hier müssten wir dann sagen. Was jetzt passiert? Jetzt bewegt schon wieder nix. So nicht. Mach das so. Auf Loopstelle. Ist das zu schwer? Kann sein, dass es zu schwer ist. Da muss ich hier mit einer Hilfe hochfahren. Werden wir mal testen. Wir schneiden hier einfach mal was ab. So, so. Und dann machen wir hier auch wieder das Rad dran. Eieiei. Ochse. So. Kann auch nicht in die verkehrte Richtung sein. Der Sitz sitzt natürlich nicht mittig, das ist halt so. Muss nicht sein. So, und hier können wir dann nämlich das vorne so machen, hoffe ich zumindest. Jetzt ist die Frage, ob sich das hier auch so schön verbindet wie beim Helm. Wahrscheinlich nicht. Passiert überhaupt nichts mehr bei mir, so schön. Uff. So. Sag mal, hast du eine. Das kann ich jetzt wieder nicht. nicht nachvollziehen. Oh. Hat er denn? Wer verzweifelst du an deinen Controllern da? Ja, der macht überhaupt nichts jetzt. Hallo. Kann ich gar nicht verstehen. Oh, hier wieder was dran. Wette, das wird am Ende sowas von schief gehen. Also irgendwo muss ich auch noch einen Motor stellen. Da hinten geht noch einer. Muss er ja nach da gehen. Ich verstehe nicht, warum er jetzt hier nichts macht. Absolut gar nichts. Null. Soll ich dir das mal erklären? Nein. Ja, doch. Werde es wahrscheinlich nicht können. So. Mal schauen. Das ist.
Dreht in die Richtung, der Hund. Er hatte. So. Dreht. Ist Musik in meinen Ohren, wenn Helm verzweifelt. Das ist wirklich übel. Also, ich muss wirklich sagen, das ist gerade wirklich übel. Ich verstehe nicht, was der Das hat, heißt, warum er ich sich darf nicht jetzt dreht. nicht mehr lachen. Das doch nicht! Ist Oh! Scheiße. Okay. Ah, ich weiß, was war. so simpel, aber ich sag's ihm nicht. So, dann probieren wir jetzt Das einfach war erstmal, bevor simpel. ich das Ding hier baue, probiere ich jetzt erstmal aus, ob das überhaupt fährt, wie es soll. Also machen wir jetzt mal das drauf. Kriege ich noch hin hier? Nehmen wir 35 Minuten. Ich würde sagen, den Fahrtest. 35 Minuten haben wir. Ja, Oh. dann machen wir den Fahrtesten in der nächsten Folge. Okay, Fahrtteste der nächsten Folge. Ich bin immer noch verzweifelt von meinem Grundding. Nee, Ich ach, ich weiß will aber ja nur jetzt, gucken, woran ob es mein gelegen hat. Go-Kart-Prototyp, ob der überhaupt Dann zeig mir her, ob funktioniert. dein Go-Kart-Prototyp. Go-Kart-Prototyp. Popotyp. Der Popotyp Ja, er hat ja funktioniert. noch keine Anschlüsse und so, aber das ist erstmal der Bau. Ja. Und da muss ich mal gucken, ob das geht oder nicht. Hinten ist die Lenkung. Und mal gucken, ob das geht. Werden wir sehen. Muss ja Nee, die noch Lenkung in die eine schmaler Richtung wird sein. nicht gehen. Ich muss hinten noch ein bisschen Was? Platz lassen. Hinten muss noch ein bisschen mehr Platz. Hey! Wozu? Was machst du denn? Warum willst du denn Hinten muss ich Lenkung? Ich abreisen sehe noch. gar keine Lenkung. Ist ja noch nicht angeschlossen. Wer Mann, mich wieder lachen? dieser Helm. Du wirst lachen, weil du vor Spaß gar nicht mehr aussteigen möchtest. Okay, das Wirst du kann natürlich lachen. sein. Okay, ja, dann lass uns Ja, mal das machen beenden. wir in der nächsten Folge mit einem Black Screen im Endscreen. Super. Das funktioniert voll so, wie es gedacht ist. So. Also wie immer. Wie immer. Wie immer. So. Das Ja, ist dann okay. würde ich sagen, ne, nächste Folge dann die Probefahrt. Okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Bis dahin, ciao. Tschüss.